Die DJI Pocket 2 hat jetzt eine neue Firmware erhalten. Besonders hat mich dabei die HDR-Funktion interessiert. Das sind jetzt die ersten Aufnahmen, die ich in Bibelsheim an meinem Lieblingsplatz, dem Schwarzen Ort, aufgenommen habe. Ja, heute Morgen um 9:30 hatten wir noch Minustemperaturen, aber es war windstill, also eine sogenannte trockene Kälte. Also ich habe keine Handschuhe gebraucht, ich konnte auch so filmen. Zurzeit sind es -2 Grad und in der Nacht hatten wir ja fast -4 Grad. Der Wasserpegel ist wieder deutlich gefallen. Wir haben Wasserpegel Worms um 9.30 Uhr 110 cm. Übrigens, die Aufnahmen, die ich jetzt hier erstellt habe, sind alle noch mit 4K aufgenommen. Ich habe heute auf jegliche Nachbearbeitung verzichtet. Das heißt einfach alles so, wie ich es aufgenommen habe, lediglich in den Szenen etwas verkürzt, ansonsten nichts verändert, hell, dunkel oder Gamma-Wert und so weiter. Alles so belassen. Das schöne Schiff, das hier bergwärts kommt, ist die Aquaship. Sie fährt unter niederländischer Flagge, ist 110 Meter lang und 12 Meter breit. Das Schiff fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5,5 Knoten, das entspricht 10,186 Stundenkilometer. Die Aufnahmen wurden alle noch in 4K mit 25p erstellt. So, und ab jetzt sind die Aufnahmen in 2,7K und 25p eingestellt, und zwar ist das der Wert, den ich habe, wenn ich in HDR filme. Weiterhin ist zu erwähnen, dass in diesem Modus keine Zoom-Aufnahmen erfolgen können. Das schöne Schiff ist die Pilaton, sie fährt unter deutscher Flagge, ist 110 Meter lang und 11 Meter breit. Das Schiff fährt mit 6,5 Knoten bergwärts, das entspricht 12,038 Kilometer in der Stunde. Das ist die derzeitige Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich wollte mal testen, wie der Autofokus mit einer Nahaufnahme klarkommt, und ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden. Auch finde ich, dass der Autofokus diese Situation gut gemeistert hat. Ja, wenn ich daran denke, dass ich anfangs der 80er Jahre mit meinem Kumpel Otto gemeinsam eine große Röhrenkamera besessen habe. Bei dieser Kamera dürfte man auf keinen Fall gegen die Sonne filmen. Hat man es trotzdem getan, war das der Tod der Röhre, und ja, dann war die Kamera hin. Ja, das ganze Equipment hat früher da wirklich Unmengen an Geld gekostet. Thank you.
Und das schönes Wetter heute, gell? Nee, vor allen Dingen ist es zwar kalt, aber man friert nicht, habe ich das Gefühl. Ich wünsche euch noch nachträglich alles Gute zum Neuen. Ja, ebenso. Alles Gute fürs Neue. Hoffentlich wird es ein bisschen besser als das letzte, gell? Ich darf euch schon filmen, gell? Ja, aber trotzdem. Ihr seid Personen der Zeitgeschichte hier, ja, in Biebesheim, gell? Ja. Ach, guck mal da, euer Lumbi, ach, der halte ich den auch noch oft den Armen. Ja. Ja, dieser schöne Frachter, der jetzt bergwärts fährt, ist die Lindos. Das Schiff besteht aus zwei Teilen, ist also ein Schubverband, ist 190 Meter lang und 12 Meter breit. Das schöne Schiff fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,1 Knoten, das entspricht 9,445 Kilometer in der Stunde. Ja, ich bin jetzt wirklich neugierig, wenn ich nach Hause komme, was sich an den Aufnahmen jetzt verändert hat. Ja, und bevor ich vergesse, allen Zuseherinnen und Zuseher wünsche ich ja wirklich eine schöne Woche und bleibt alle gesund und genießt diesen herrlichen Wintertag. Aber bevor ich jetzt hier weggehe, nehme ich das eine Schiff noch auf. Es ist ein Frachter, und zwar aus den Niederlanden. Das Schiff heißt Mako, ist 110 Meter lang und 9 Meter breit und fährt auch bergwärts, und zwar mit 4,9 Knoten. Das entspricht 9,075 Kilometer in der Stunde. Ja, und tschüss.